willkommen zu meinem Kanal Darinas Deutsch. Ich freue mich sehr, für euch wieder da zu sein und weitere Videos machen zu können. Was habe ich denn diese ganze Zeit gemacht und warum gab es gar keine Videos? In dieser schwierigen Zeit habe ich meiner Familie in der Ukraine geholfen und engagiere mich auch für andere Geflüchtete aus der Ukraine, die alle nach Deutschland kommen. Neben meinem Beruf als Deutschlehrerin engagiere ich mich auch jetzt als Dolmetscherin, Übersetzerin und mache auch viel nebenbei. Aber ich habe auch neue Ideen gesammelt und werde euch in meinen weiteren Videos erzählen, was man alles wissen muss, wenn man zum Beispiel nach Deutschland kommt und wenn man in Deutschland leben muss. Heute geht es zum Beispiel um ein sehr, sehr wichtiges Wort, Wohnungsanmeldung. Wohnungsanmeldung ist eine Bescheinigung, ein Nachweis, dass ich in Deutschland lebe. Mit Wohnungsanmeldung kann ich viel machen und ohne kann ich nichts machen. Wohnungsanmeldung bekomme ich nur in dem Fall, wenn ich eine Wohnung in Deutschland miete. Dabei muss mir aber mein Vermieter eine Bescheinigung erstellen, dass ich bei ihm diese Wohnung miete. Auf dieser Bescheinigung unterschreibt mein Vermieter, dass ich diese Wohnung habe, dass ich in dieser Wohnung bleiben darf. Mit dieser Bescheinigung gehe ich zum Bürgeramt. Dort muss ich mich unbedingt anmelden. Es gibt unterschiedliche Fristen für die Anmeldung, aber man muss es so früh wie möglich machen. Wichtig ist, dass ohne diese Bescheinigung ihr nichts weiteres in Deutschland machen könnt. Zum Beispiel, es kann gar kein Konto bei einer Bank eröffnet werden, wenn ihr keine Wohnungsanmeldung habt. Sogar Bibliotheken verlangen Wohnungsbescheinigung. Es gibt bei Wohnungsanzeigen unterschiedliche Vermieter. Manche davon geben die Wohnung komplett an die Mieter und geben auch diese Berechtigung, dass man sich anmelden darf. Die anderen dagegen, zum Beispiel wenn ich eine Wohnung auf Zeit miete, haben diese Möglichkeit nicht. Passt auf und schaut euch genau die Anzeigen an, ob ihr bei einer Wohnung diese Anmeldung bekommen könnt. Ich hoffe, diese Information war interessant und hilfreich für euch. Ich freue mich auch auf weitere Themen, die für Deutschland wichtig sind. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss!